Run, run, Berker, hey! Er war der große Unbekannte vor dem Anpfiff, der neu verlegte Rasen im Poststadion. Denn selbst die Platzherren hatten auf dem neuen Grün noch nicht trainieren können. Beim mit Spannung erwarteten Spitzenspiel kamen zunächst die Gäste aus Babelsberg besser mit den Platzverhältnissen zurecht. Besonders Süleyman Kotsch machte von Beginn an ein starkes Spiel für die 03er. Aber der BRK war natürlich auf den gefährlichen Potsdamer Außenstürmer vorbereitet. Rocco Teichmann und Lennart Hartmann arbeiten hier gemeinsam erfolgreich gegen ihn. Kotsch wird übrigens noch mindestens bis zum Winter in Babelsberg bleiben und nicht nächste Woche schon zum SC Paderborn in die zweite Liga wechseln. Aber auch die anderen Babelsberger waren in der ersten Halbzeit gefährlich. Henning Lichte rettet hier vor Heiko Schwarz. BRK-Trainer Engin Janova war unzufrieden. Seine Jungs blieben zu Beginn des Spiels unter ihren Möglichkeiten. Für Gefahr sorgten zunächst die Gäste selbst. Fast ein Eigentor hier von Rechtsverteidiger Maximilian Zimmer nach der scharfen Hereingabe von Kilian Soltanpur. Schöner Spielzug des Berliner AK, dann über Bilal Çubukçu und die rechte Seite. Henning Lichtes Flanke wird vom Keeper abgefangen und im direkten Gegenzug der Konter über Kotsch. Aber Marcel Hötteke kann im Zusammenspiel mit Atakan Yigitoglu klären. 0:0 stand es nach einer halben Stunde im Spiel des Zweiten gegen den Ersten der Regionalliga Nordost. Dann aber die 32. Minute. Schöne Kombination des Tabellenführers und Lukas Albrecht mit der zu diesem Zeitpunkt gar nicht einmal unverdienten Gästeführung. Schöner Schuss hier ins lange Eck. Die Berliner drückten jetzt auf den Ausgleich. Kapitän Lichte setzt sich hier gut durch. Kevin Kruschke mit dem Kopfballversuch. Es gab Ecke. Hereingetreten von Philipp Malinowski, Keeper Gladro mit der Faust zur Stelle, Lennart Hartmann mit dem Nachschuss. Christian Simon versucht hier noch den Heber auf Mittelstürmer Soltanpur, aber Babelsbergs Keeper Marvin Gladro sichert sich hier die Kugel. Nach knapp 40 Minuten sollte das aber ganz anders aussehen. Freistoß von der linken Seite für den BRK, wieder reingetreten von Malinowski. Verwirrung im Babelsberger Strafraum, der Ball ist für kurze Zeit frei, Rocco Teichmann fackelt nicht lange, 1:1. In der Wiederholung deutlich zu sehen, der Torwart wird hier vom eigenen Mann Heiko Schwarz behindert. Teichmann war das egal, er machte den Ausgleich. Doch was war dann los? Babelsbergs Torwart stürmt aus seinen Kasten und auf Soltanpur los. Gerangel unter den Spielern und Schiedsrichter Stefan Kleinschmidt zückt schließlich die rote Karte gegen den Babelsberger Torwart. Er war ein Eckball und der Torwart hat sich wohl verschätzt und dann war ich halt da und so ein Riecher, den hat jeder Stürmer und der macht halt jemand, der Tore machen möchte, aus, dass er da zum richtigen Zeitpunkt da ist. Gab es danach eine Tätigkeit vom Torwart dir gegenüber? Nee, mir gegenüber gar nicht. Ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe dann nur nach dem Jubel, wo wir alle zusammen waren, gesehen, dass der Torwart bei uns in der Traube stand und jemand von uns irgendwie geschlagen hat. Ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was war. Deswegen konnte ich dann die rote Karte, den Schiedsrichter nicht. Ich habe nochmal nachgefragt und am Ende hat es uns das Spiel einfacher gemacht mit der roten Karte, weil wir da mal mehr waren. Babelsbergs Coach Cem Effe konsterniert. Seine Mannschaft hatte so gut gespielt und gab jetzt nach dem Ausgleich den Vorteil aus der Hand. Keeper Gladro musste vom Platz und für Daniel Becker wurde der junge Ersatztorwart Dominik Feber eingewechselt. Mit dem 1:1 ging es in die Pause in einem Regionalliga-Spitzenspiel, in dem sich die Ereignisse zum Ende der ersten Halbzeit geradezu überschlugen. Wir wussten, dass wir einen bärenstarken Gegner haben, führen 1:0 und sind auf der Siegerstraße vom gefühlten Ablauf her. Ja, und dann kommt eine Szene, die unbeschreiblich ist, kriegen wir unnötig ein Tor. Ja, selbst wenn man das Tor aufriss, warum agiert man denn noch in der Situation so dramatisch, greift so ein und dadurch schwächen wir uns selber, kriegen eine rote Karte. Und mit dieser roten Karte ist es natürlich schwer, hier auch 45 Minuten gegen 11 sehr gut spielende Spieler von BRK zu verteidigen. Da hatte er recht, aber auch in Unterzahl war Babelsberg zunächst nicht zu unterschätzen. Verteidiger Severin Miem prüft hier Hötteke. Doch die Berliner spielten jetzt ihre numerische Überlegenheit aus. Lennart Hartmann über die linke Seite, er wird hier gefoult, führt den Strafstoß schnell aus über Ortan Szczepny, Flanke und Kilian Soltanpur ist mit dem Kopf zur Stelle. 2:1 die Führung für den Berliner AK.
Mit der Führung im Rücken und einem Mann mehr auf dem Platz lief es jetzt natürlich für die Gastgeber. Kevin Kruschke hier mit einem feinen Solo, aber wie schon in der Vorwoche bei Hertha 2 blieb ihm ein Treffer verwehrt. Den aber machte Christian Siemund per Kopf nach Eckball von Lennart Hartmann. Damit war das Spiel natürlich entschieden. In der Folge hatte der BAK jetzt noch einige Chancen, wie hier über Soltanpur oder den eingewechselten Ubit Sabadest. Aber es blieb am Ende nach umkämpfter erster Halbzeit beim letztlich verdienten 3:1 für den BAK. Wir haben generell über 90 Minuten heute nicht an den Leistungen von den Vorwochen anknüpfen können. Aber dass man denn so ein Spiel, egal ob durch eine rote Karte, dann halt gewinnt, das muss uns auszeichnen, dass wir halt die 3 Punkte jede Woche holen wollen. Und heute sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen, aber da muss nächste Woche natürlich besser werden. Als noch Gleichzahl war, hatte sogar Babelsberg einigen Situationen mehr vom Spiel. Es war zwar immer noch ausgeglichen vom Ballbesitz her, aber die haben uns schon das Leben schwer gemacht. Und wir haben auch unsere Fehler gemacht, das hat man ganz klar gesehen. Aber Knackpunkt war natürlich das 1:1 zur richtigen Zeit und dann auch natürlich die rote Karte. So dass wir in der zweiten Halbzeit natürlich mit einem Mann mehr die Entscheidung dann gesucht haben. Und auch gewonnen. Genau. Zum Glück. Mit dem Sieg gegen Babelsberg übernimmt der Berliner AK die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost. Run, BRK, run, run, BRK, hey! Der Leid.